Johannes Geis, Länderspielpause ist rum. Habt ihr die Pause gut nutzen können, um einfach nochmal durchzuatmen, bevor es dann jetzt in den Liga-Endspurt geht? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten, denke ich, gute freie Tage, wo wir auch mal regenerieren konnten, auch mal mit unseren Familien ein bisschen runterkommen konnten. War jetzt ein wenig frei in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, war viele Spiele. Aber ja, wir konnten es gut nutzen und sind jetzt wieder heiß darauf, die restliche Saison zu Ende zu bringen. Wenn man guckt auf das Derby, gutes Spiel, 2:2 mit einem bitteren Ende hinten raus, das Tor relativ spät, auch gegen Mainz ein 2:2 im Testspiel, auch da sehr gutes Spiel gemacht. Ist das das, wo ihr jetzt sagen könnt, das können wir mitnehmen, den Schwung müssen wir jetzt in die nächsten Spiele mitnehmen? Auf jeden Fall. Also ich denke, man hat gesehen in Fürth, vor allem, ja, wie wir da gespielt haben, wie wir sie ja, am Rande der Niederlage hatten. Ja, das Tor ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir hätten uns einen Derby-Sieg holen können nach dem Rückstand. Ich denke, das wäre nochmal ein bisschen süßer gewesen, wäre noch ein bisschen geiler gewesen. So hat es leider nicht gereicht, aber von der Art und Weise her müssen wir genauso die letzten Spiele bestreiten und dann werden wir auch erfolgreich ja, die Spiele einfach für uns entscheiden. Woran gilt es denn jetzt trotzdem noch zu arbeiten? Was sind so noch die Punkte, wo ihr sagt, da können wir jetzt auch in den letzten Spielen im Saisonendspurt trotzdem noch mal irgendwie den Finger reinlegen und sagen, das geht noch besser? Ja, es geht alles. Einerseits natürlich, wenn man 2:1 führt, in der letzten Minute alles reinzuwerfen, dass man das Tor einfach verteidigt und die 3 Punkte mitnimmt. Und andererseits, wie man auch im Derby gesehen hat, dass wir riesen Chancen hatten. Natürlich, ich denke, so in allen Mannschaftsbereichen einfach sich noch verbessert, dass man vorne die Tore macht, weil dann wird es klarer und dann kommen die gar nicht mehr, ja, sage ich mal, an uns ran. Und natürlich hinten, wenn man führt, alles zu verteidigen, wie es in der zweiten Liga auch üblich sein sollte. Wenn wir einen Blick nach vorne werfen, steht jetzt das Spiel dann gegen Paderborn an. Hinspiel 2:0 gewonnen nach einer wilden Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten, Torraumszenen. Was wird es am Sonntag für ein Spiel? Was glaubst du? Ja, ähnlich. Also wird ein ähnliches Spiel. Paderborn ist auch eine Mannschaft, die sehr bissig und aggressiv ist. Aber wie gesagt, wir müssen einfach das Spiel vom Derby einfach mitnehmen. Aggressiv, auch das Spiel in Mainz, wie du gesagt hast, das war top. Und von daher müssen wir einfach so auftreten und dann können wir auch gegen Paderborn was holen. Dann drücken wir euch die Daumen und wünschen euch viel Erfolg dabei. Dankeschön.